Hallo, jawohl, jetzt kommt noch mal schnell ein Haul, weil ich bin hier am Aufräumen und ja, ihr kennt's, man will aufräumen, aber Haul liegt noch rum, also warum nicht zeigen? Also, AliExpress und Sandras Bastelladen, Sandras Bastelecke, Sandras Bastelladen, ich muss mal gerade gucken. Sandras Bastelladen. Und zwar war das der einzige Shop, wo ich das hier bekommen habe. Das war auch schon mal so, weil ich habe einen unwahrscheinlichen Verschleiß an diesen Sachen hier. Und zwar, ich zeige es euch einfach hier. Das ist hier so eine Mappe zum Aufmachen mit diesen Teilen drin. Das sind Magnetfolder für Standschablonen. Ich habe jetzt schon vier Knalle voll. Das ist die fünfte, brauchte ich. Und wie gesagt, das ist der einzige Shop, der sie hatte, auch mit diesen Magnetplatten als Nachfüller. Und deswegen durfte das mit. Und diese Farbe habe ich auch noch nicht. Das finde ich auch immer ganz cool, wenn das eine Farbe ist, die ich noch nicht habe. Ich weiß nicht, ich glaube 12 Euro das Ding und die Refills 9 oder so. Ich weiß nicht, ich hab die Rechnung weggeworfen. So, und dann habe ich bei Sandras Bastelladen noch das hier gefunden und das finde ich total genial, weil ich wollte schon lange, 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 lange Zeit mal eine Motivschere haben, die dieses Muster macht. Und es gibt vom Tim Holz auch diese Guillotine, die dieses Muster macht. Und zwar sind das hier Kartenrohlinge mit diesem Muster, das heißt Büttenrand oder manche Leute sagen auch Fotorand. Das ist halt hier wie so ein bisschen angefressen. Ich habe auch ein paar Stanzschablonen in viereckig und rechteckig, die eben diese Optik haben. Aber ich finde das genial, wenn schon der Kartenrohling schon dieses Muster hat. Aber die Guillotine, um Gottes Willen, die kostet 25 Euro oder so. Das ist völliger Humbug, sich die Guillotine zu kaufen und die dann nur zwei, dreimal zu benutzen, weil wir Bastler haben ja doch hauptsächlich gerade Ränder. Und ja, so eine Schere, die kostet 2 Euro. Eine einzelne Schere und noch 2,50 Versand, also das vielleicht mal. Aber hier, das hier sind auf jeden Fall Kartenrohlinge, das weiß ich noch. Die haben 5,15 € gekostet und die sind noch extra von Sandras Bastelladen. Und einmal in Creme und einmal in Weiß. 15,15 € und es sind 50 Stück und das reicht ja auch dicke und das ist Weiß und Creme. Das sind sowieso die Farben, die ich am meisten verwende. Und hier, die wollen jetzt auch erstmal aufgebraucht werden. Und wenn ich meine, ich müsste hier einen Kartenaufleger haben, hätte ich ja auch immer noch die Stanzschablonen. So, zapp, zapp. Aber man denkt sich halt immer, oh, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Und ich weiß, wie ich mir selbst zu helfen habe und wie ich irgendwie auf mein Endergebnis komme, was ich will. Aber doch ist der Mensch irgendwie faul und er kauft sich lieber die Sachen, anstatt sich selbst irgendwas zu werkeln, also oder selbst zusammen zu schustern oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Also ja, so ist das nun mal. Man geht immer den oder oftmals den einfacheren Weg. So, dann kommen wir aber jetzt zu AliExpress und da sind diese Washis eingetrudelt. Die gab es aber auch nur im Zweier-Set. Ja, muss ich nichts zu sagen. Ist halt regenbogenmäßig oder halt bunt zumindest und sehr schön. Ich weiß nicht, 10 Meter sind drauf oder so. 1,80 € oder so. Keine Ahnung. Also Preise nenne ich jetzt nicht, weil ich habe auch keinen Kopf, der alles noch weiß. So. Dann wollte ich ja eigentlich mit dem Harzgießen auch aufhören, aber ich habe noch so viele schöne Formen und ich fange im Laufe des nächsten Jahres tatsächlich mal wieder an. Und hauptsächlich auch wegen diesen Formen, weil ich das immer so schön finde und früher auch schon als Kind auch schon Fan von Achatscheiben war. Und da durften diese Formen einziehen. Das sind halt so Untersetzer. Die kennt ihr aber mittlerweile auch bestimmt schon. Machen ja viele oder die sind halt momentan voll im Trend. Aber mir ist es egal, dass die im Trend sind. Ist halt einfach nur toll, dass es sie gibt, ne? Genau. Dann habe ich sowas hier noch geholt. Das sind nochmal so, ja, kleine Etikettenstickerchen. Ein so Magical, oh, wie süß. Mit Einhörnern halt, ne? Also hier fängt es an, I'm so magical.
Dann haben wir hier ein Dings. Ja, es knistert jetzt, weil ich tue es jetzt auch nicht aus der Verpackung. Tut mir echt leid. Eigentlich nicht. So, hier steht drauf, I don't believe in humans. Ja, das ist natürlich genial. Einer meiner Lieblingssprüche auch. Nochmal. Also mehrere Einhörner, ne? Seht ihr ja. So. Dann habe ich mir ein kleines Täschchen geholt, weil das einfach goldig ist. Man hat hier natürlich auch so kleine Henkelchen. Ist ja ein bisschen größer als eine Hand. Und man hat aber auch hier diesen langen Riemen. Und man hat drei Fächer, die man öffnen kann, unabhängig voneinander. Der Reißverschluss hat auch nochmal einen Regenbogenverlauf. Und die Tasche hat 2,50 € gekostet und sagt, jedes Fach ist für sich selbst abgeschlossen. Und da passt ordentlich was rein, weil die Fächer breit sind. Also in die eine Schlüssel und Tempos, in die andere Handy, in die andere noch Kleinigkeiten oder so. Also ich habe mir die hauptsächlich zum Walken gekauft, weil die ist auch so ein bisschen Nylon-mäßig. Ich glaube jetzt nicht, dass die wasserdicht ist, aber ich glaube schon, dass Wasser ein bisschen abperlt, zumal ich auch noch Schuhimpressionsspray habe und die ja damit auch einsprühen kann. Also für 2,50 € macht man auf jeden Fall nichts verkehrt. Und ich fand sie einfach schön, sehr schön fand ich sie. Dann habe ich diese Dinger hier gekauft. Damit habe ich auch was Bestimmtes vor. Und zwar sind das auch Washi-Tape-Rollen, mehr oder weniger. Und zwar 3 Meter sind die lang. Und zwar sind das aber nicht nur einfach Washi-Tape-Rollen, sondern das sind alles einzelne Stickerchen. Die Bärchen, das sind Stickerchen und die sind auch noch verschieden. Und auch die sind Stickerchen. Und die kann man halt auch gut mal als Goodie einfach so dabei legen. Wenn man einfach mal hier 4 Bärchen abschneidet oder hier mal 1, 2 Reihen von, finde ich halt eine sehr tolle Idee. Und wie gesagt, brauche ich für die Zukunft. So, und dann habe ich hier noch eine Bestellung bekommen mit Kleinkram. Ich dachte, ich hätte auch noch mehr, aber es ist auf jeden Fall auch noch mehr unterwegs. Ist ja immer so, dass immer mal was unterwegs ist. Ist ja so. Aber wie gesagt, im Mai höre ich auf zu bestellen, weil ich da erstmal abwarten werde, was mit Zoll ist. Ab Juli kommt ja Zoll. Und da wird alles verzollt ab 1 Cent. Und entweder muss man dann selbst zum Zoll oder man beauftragt einen Paketdienst, Postdienst damit, aber hat dann durchaus eine Bearbeitungsgebühr von 27,50 € und mehr. Also man muss alles mal gucken, wie das läuft. Manche Chinesen, das ist mir aufgefallen, also man bekommt mittlerweile ja oft zusammengepackte Sendungen, also eine Tüte, wo viele Bestellungen drin sind aus Niederaula, das ist aber auch mehr oder weniger ein Zollzentrum. Dann ist mir aufgefallen, dass vieles nicht mehr vom Postmann kommt, sondern von DHL. Früher kam immer der Postmann, der ganz normale Briefbote, jetzt kommt DHL. Also irgendwas ist da im Umschwung. Manches kommt aus Luxemburg, manches aus direkt schon aus Deutschland. 2, 3 Mal ist das passiert. Also mal schauen, was auf uns zukommt. Auf jeden Fall, meine letzte Bestellung beinhaltet das hier. Das sind kleine süße Bienchen. Die habe ich. Und kleine süße Marienkäferchen. Ja, die gibt's halt auch im Kick und im Teddy zumindest. Aber ach, die habe ich gerade mal mitbestellt für 50 Cent oder so. Ist Holz. Und ich finde, Holz riecht immer so lustig. So, dann bleiben wir gerade bei den Holzteilen. Und zwar habe ich das hier noch mitgenommen. Das sind kleine Herzchen. Die finde ich total goldig und ist ja auch ein riesengroßes Packungsding. Das sind 10 mm. Ich glaube, es sind 300 Stück oder so. Guckt mal, wie goldig die sind, ne? Für auf eine Karte oder so. Ich finde, Holz sowieso ist ein ganz geiles Material. Holz ist ganz, ganz toll. Also mit Holz kann man viel machen. Ich und mein Holz. Sehr geil. So, dann habe ich, bleiben mal, wie gesagt, beim Holz auch nochmal solche Herzchen. Und das sind mehrere verschiedene Größen. Wir haben hier ein ganz kleines, ein mittleres und dann die normal großen. Also die normal großen, die mittleren sind 10. Die kleinen sind dann bestimmt 5.
Oh, hier gibt es noch mehr, noch kleinere. Guck mal, da gibt es 4 verschiedene Größen oder so. Weiß nicht. Ganz viele verschiedene Größen. Sehr süß. Und das mit den mehreren Größen habe ich doch. Habe ich das nicht? Mehrmals doch. Das habe ich 2-mal, weil da weniger drin sind und weil, ja, hiervon, das sind halt viele, ne? Viele in einer Größe. Und das hier sind Mixbeutel. Mixbeutel bestelle ich ja oftmals öfter. Dann habe ich noch diese Herzen. Und Herzen, ja, Herzen braucht man halt immer, ne? Deswegen Herzen sind das die hier mit diesem ausgestanzten Inneren. Und ich finde das halt auch cool. Die werden ja mit Hitze ausgepresst quasi. Deswegen haben die halt auch diese dunklen Ränder, ne? Das finde ich total genial. Sehr schön auf jeden Fall. Dann habe ich diese hier. Jetzt kommen wir zu Carbo-Shorts in Anführungszeichen. Ja, doch, sind Carbo-Shorts. Ja, naja, Carbo-Shorts, Knöpfe. Diese hier, die konnte ich mir nicht verkneifen. Ihr seht, ich muss dazu nichts sagen oder einzeln einnehmen. Es sind, die haben auch noch Rille. Das sind, ja, Knöpfe. Daraus werde ich mir auf jeden Fall eine Halskette machen. Aus dem ganzen Päckchen werde ich mir eine Halskette machen. Die haben keine lange Überlebensdauer. Dann die hier, die hatte ich auch schon mal, aber teurer. Und die hier, ja, man weiß, warum sie billig sind, weil kleiner und dünner. Es sind ja hier so Carbo-Shorts, Entchen. Aber ich kenne die nur als größer und als dicker. Und das hier, die sind klein und dünn gegossen. Ja, also je billiger die Carbo-Shorts bei AliExpress sind, desto schlechter sind die, würde ich mal so sagen. Wer gute Carbo-Shorts will, müsste durchaus für ein 50er-Pack 2-3 Euro hinblättern. Die hier haben jetzt nur 1 Euro noch was gekostet. Ja, muss man sich entscheiden. Genau wie hier das hier, das ist auch so, die sind wunderschön, ganz klar, sicher, aber ich kenne die halt auch anders. Und zwar ist das hier auch ein Mixbeutelchen mit diesen schönen, wirklich schönen, hier, wie heißt das, Gummibärchen. Aber die kenne ich eben auch in größer und in dicker, ne. Nehmen wir mal hier den schwarzen, ne. Ihr kennt die sicherlich auch in größer und vor allen Dingen in dicker. Guckt mal, wie dünn das Ding ist. Da ist wirklich nur die Silikonform gerade so gegossen worden, ne? Das sind ja auch alle aus einer Silikonform. Habe ich euch ja, denke ich mal, jetzt kein Weltbild zerstört. Ja, auf jeden Fall sind die sehr süß und die bleiben aber dann auch bestimmt besser kleben an Sachen, weil die schon flacher sind. Und wenn man, ich habe immer das Gefühl, wenn etwas dicker ist, kann man es halt auch leichter abruppeln. Oder wenn man es irgendwie verstauen will, schwupps, hat man es ab. Und dadurch, dass die so dünn sind, ist das so ein leichter Schutz, etwas nicht abzufrickeln. Ja, kann auch nur sein, dass ich es mir einbilde. So, dann noch diese hier. Die habe ich in einfarbig, aber ich hatte sie noch nicht in bunt. Und ich fand sie wunderschön. Und zwar sind das hier diese kleinen Röschen. Die Mehrheit von euch kennen die sicherlich schon. Und ich finde die wunderschön. Die werde ich aber nicht zum Basteln benutzen, sondern für meine Nägel. Ja, ich sage immer für meine Nägel. Und ich habe immer nur ganz langweilige Nägel, ja. Weil ich, nachdem ich 3 Stunden meine Nägel gefeilt und vorbereitet habe, meistens keinen Bock mehr auf Nageldesign habe. Aber das wird sich ändern. So, dann habe ich noch Schleifen bestellt. Eigentlich 2 verschiedene, aber ja, eine Sorte hat er mir nicht mitgeliefert. Habe aber auch schon das Geld zurück. Und zwar einmal diese hier. Die anderen, die sahen fast gleich aus, waren aber ein bisschen kleiner. Ja, traurig, aber ich bestelle sie jetzt auch nicht nochmal. Vielleicht nicht, keine Ahnung. Sind auf jeden Fall sehr schön. Ich liebe, liebe, liebe diese Schleifen, weil sie wirklich wunderschön sind. Und hier war zum Beispiel auch eins bei, wo man wirklich gesehen hat, dass die geizig gegossen sind. Die habe ich 2-mal. Und irgendwo war hier eine Schleife. Genau, schaut, diese hier.
da sieht man halt, wie geizig gegossen wurde. Man hat halt wirklich nur schnell gewartet oder so, bis hier eine Schicht oben ist und fertig. Und ja, ich meine, um Gottes Willen, ist jetzt auch nicht schlimm, wenn von 50 eins defekt ist, ist egal. Dann habe ich noch einmal diese Bonbons, einmal, weil die relativ teuer waren. Und die fand ich aber auch schon so lange so schön und die durften jetzt auch endlich mal mit. Wir haben hier Bonbons in 5 verschiedenen Farben, in Gelb, Blau, Rosa, Lila, Pink, so wie es aussieht. Und ja, genau. Und dann zu guter Letzt noch diese Totenköpfchen, das ist ein Must-Have, die hat jeder, die kennt jeder. Und ja, finde ich sehr geil. Und da finde ich es auch total cool, dass die bunt sind. Also zum Beispiel eine blaue Ente braucht keiner. Aber einen blauen Totenkopf kann man immer gebrauchen. Genau, so ist das. Das war's. Dann würde ich sagen, habt euch wohl, passt auf euch auf, bleibt gesund. Ich denke an euch und wir sehen uns bald wieder. Tschüss und danke fürs Zusehen. Bis bald.